Genau, du fängst auf dem niedrigsten Rang immer an und versuchst dich dann möglichst hoch zu kämpfen oder auf den Rang halt, wo du willst, in welchen Baum du halt willst. Gut, das heißt, dann muss ich erstmal auf den DAX, da brauche ich INS, Moment, Instinkt. Instinkt und Wahrnehmung 4. Das heißt, du brauchst insgesamt Instinkt und Wahrnehmung addiert 4 Punkte. Ob du jetzt Okay. 4 Punkte in Instinkt hast oder 2 in Instinkt und 2 in Wahrnehmung, ist dabei Wurst. Gut, das heißt, ich fange sowieso immer auf 1 an, oder? Also Instinkt kann maximal 3 sein oder maximal 4. Ich sehe das nämlich jetzt 4 schwarze Kästchen. Wenn du Maximum, also du hast Abenteurer als Konzept jetzt, oder? Ich habe das Konzept der Suche. Ah, Suche, okay. Dann darfst du hast 4 Punkte in Instinkt stecken, ja. Also du hast Instinkt auf 4 heben, wenn du willst. Ja, genau so. Dann bin ich ja schon quasi auf dem Rang eines DAXes, richtig? Du brauchst noch Instinkt plus Überleben 6. Ah, Instinkt plus Überleben 6. Okay, Ich dann bin dankbar, wenn das alles in demselben Baum ist. ja. Also der undankbarste Baum, den du nehmen kannst, ist nicht der Richterbaum, der ist schrecklich. Gut, dann knall ich mal Wahrnehmung auf 2 und Überleben auf 2. Dann müsste ich sowohl Wahrnehmung als auch Überleben auf 6 haben. Das stimmt. Gut, dann kann ich jetzt den Fuchs mir überlegen. Beziehungsweise, nee, jetzt kann ich Fuchs, Mechanist, Plankner oder Kartellist sein. Ja, von dem, was du erzählt hast, ist Fuchs wahrscheinlich das Beste, was du sein kannst. Der Fuchs ist so der Typ, der herumschreift und halt Ruinen plündert und gräbt und sowas halt. Okay, das heißt, ich brauche jetzt Psyche und Gerissenheit auf 6. Psyche auf 3, Gerissenheit auf. Kann ich gar nicht. Dann brauche ich ein anderes Konzept, oder wie ist das? Man kommt nicht in alle Ränge rein. Also du kannst natürlich jetzt ein anderes Konzept, also du kannst jetzt einen Sucher natürlich rausschmeißen Ja, und sagen, mache ich. ich suche mir irgendein anderes Konzept, wo ich das halt erreichen kann tatsächlich. Wenn du wissen willst, welcher Rang was bringt, empfehle ich dir ganz am Anfang der Charakterstellung. Auf Seite, lass mich kurz gucken. Seite 33 siehst du alle Konzepte mit den Boni, die sie bringen. Du bräuchtest natürlich einen Punkt Psyche. Die Dinge, die Psyche geben, sind zum Beispiel Märtyrer, Vermittler, Ketzer, der Absonderliche, Verwerfer, Bewahrer, ja. Oder du kannst natürlich auch einfach einen nehmen, der dir einen Bonus auf Gerissenheit gibt. Zum Beispiel der Herrscher. Oder, lass mich gucken, wer sich noch anbeten würde. Der Ketzer gibt auch noch einen Bonus auf Gerissenheit. Der Visionär gibt ebenfalls einen Gerissenheitsbonus. Dann gucke ich mir mal den Märtyrer an. Aufopferung bis zur Selbstaufgabe. Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Alles klar. Instinkt lasse ich so und Psyche kann ich jetzt auf 4 gehen. Muss hier zurück zu dem 51, war das? So, Fuchs. Psyche und Gerissenheit auf 6. Alles klar, das habe ich jetzt. Instinkt und Überleben auf 6. Das habe ich schon. Und Instinkt und Orientierung. Okay, dann bin ich jetzt ein Fuchs. Den Ruinenwolf kannst du nicht erreichen tatsächlich, weil dafür Ruf brauchst du 4 Punkte und du kannst maximal 3 in Ruf stecken. Okay, das heißt, ich habe jetzt noch 2 Punkte bei den Attributen offen. Wo hast du die anderen hingesteckt? Psyche 4 und Instinkt 4. Nee, dann hast du noch 4 Punkte bei Attributen offen. Weil einen Punkt Attribut hast du immer, automatisch. Ach, ich habe bei Körper habe ich schon aus Versehen 2 reingesetzt. So, dann gehe ich mal auf Geschicklichkeit. Geschicklichkeit auf 3 und Körper auf 1. 2. Gut. Dann habe ich jetzt Körper auf 3, Geschicklichkeit auf 3, Charisma 1, Verstand 1, Psyche 4 und Instinkt 4. Fertigkeiten habe ich jetzt 8 von 28. Also das Tool macht es dir einfach, du kannst einfach nicht mehr Punkte reinsetzen. Also Ja, es ja, ja, ja. Ich überlege jetzt gerade, wo sollte ich jetzt reinskillen? Ich habe jetzt noch 20 Fertigkeitspunkte offen. Sollte ich eher auf Körper gehen, eher auf Geschicklichkeit? Soll ich da irgendwas am ehesten nehmen? Also was dir auf jeden Fall zu empfehlen sind, ist Technik, Legenden und Artefaktkunde, Handwerk. Das sind so Sachen, die für dich wichtig sind. Technik, Artefakt, Kunde und Handwerk? Legenden. Legenden, Ich würde ja. Handwerk fast am wichtigsten definieren als Schrotter. Weil Technik ist halt so, dass er. Also es gibt halt fünf. Nee, Ja. sechs Tech-Level, wobei 1 Stöcke und Steine und 6
Naniten super Ultra Laser sind. Und ich glaube, bis einschließlich 3 Tech Level ist Handwerk und ab 4 bis 6 ist Technik. Wobei 6 völlig gut, utopisch. Dann mache ich nochmal, ich überlege jetzt. Entweder soll ich auf Faustkampf gehen oder soll ich auf Schusswaffen gehen? Athletik? 3 Punkte habe ich noch. Ich mache Athletik. Athletik 3 Punkte rein. Alles klar, ich bin durch. Hintergrund fehlt noch. Hintergrund 4. Alles klar, ich glaube, ich bin fertig. Gut, dann können wir jetzt gucken, was du an Ausrüstung kriegst. Was an Geld. Kann ich das hier reinschreiben? Ja. Auf jeden Fall. Waffen. Im Zweifel noch ein extra Excel-Sheet oder so, oder zumindest eine Textdatei machen, weil manchmal kriegt man nicht alles rein. Mhm. Ja. Die Genesis ist eines der wenigen Spiele, wo du um jeden Ausrüstungsgegenstand kämpfen musst. Nichts wird dir gegönnt. Gar nichts. Vor allem Munition. Munition ist so scheiße teuer. Deshalb benutzt Bögen oder Armbrüste. Gut, Ausrüstung von der Maus ist Seil, Kompass, Periskop. Kompass! Haha, ist das gut! Dann bekommt der Dachs eine Flinte und der Fuchs bekommt ein Wunderwerk. Spezielle Schrotterwaffe. Ja. Das Wunderwerk. Ein Tragegestell, das ist sowas wie ein Rucksack? Besser. Ja. Besser. Und eine Hacke. Mit der Hacke kann ich irgendwelche Dinge aufhacken? Ja, das ist eine Nahkampfwaffe. Also kann ich aber auch benutzen, um irgendwie Schutt und Geröll dann wegzuholen. Klar. Gut. Das war's, richtig? Mehr kriegst du eigentlich dadurch ein bisschen Geld, um einzukaufen. Wird aber nicht für viel reichen. Dann erzähl mal, was krieg ich denn Geld? Dafür musst du erstmal gucken, welchen Rang du hast. Du bist 3. 3. Ja. Und wie viele Punkte hast du in Ressourcen? Moment. 0. Dann ist es ganz einfach. Du kriegst nämlich das Geld in Höhe von Ressourcen plus Rang mal deinem Kultmultiplikator. Dein Kultmultiplikator als Schrotter ist scheiße gering. Und das ist nicht die aktuelle akute Zahl, die dahinter steckt, aber damit du so ungefähr eine Vorstellung kriegst, wie viel Geld du hast. Also mein aktueller Rang ist 3, meine Ressource ist 0. 3 plus 0 sind einmal noch 3 und dann dreimal der Modifikator. Gut. Wobei der Modifikator bei jedem Kult anders ist. Chronisten kriegen natürlich 128 als Modifikator. Ja, der Schrotter kriegt wie die meisten anderen Kulte 50 Wechsel. Wechsel sind die Währungen, die die Chronisten erfunden haben. Die besteht aus bedrucktem Papier mit Strichcode, der mit irgendwelchen Informationen verknüpft ist. Ja. Dreimal 50 oder 50? Dreimal 50. Dreimal 50 sind 150 Wechsel. Und was kriege ich ungefähr für 150 Wechsel? Oder was kostet so ein Bier? Das kommt ganz drauf an. Lass mich kurz mal die Liste mit Nahrungsmitteln raus. Und Nahrungsmittel sind scheiße teuer. Also 150 sind, wenn du billige Munition kaufst, 3 Schuss. 3 Schuss. Außer du nimmst hier Kaliber 12 Schrot. Oder Bleikugeln mit Schwarzpulver, das ist günstiger, aber tatsächlich Patronen, so aller die typischen 9mm oder Gewehrpatronen, sind schweineteuer. Die Patronen, die Helvetiker benutzen, kosten irgendwie 120 pro Schuss. Ja, ich kann ja kurz mal sagen, was Essen so ungefähr kostet. Zum Beispiel ein Viertel Liter heiße Brühe kostet 2 Wechsel. Ein Viertel Liter heiße Brühe, okay. Zum Beispiel Knallschaben, das ist zum Beispiel ein Schaben mit Hanföl gebraten, kostet schon 10 Wechsel. Sehr, sehr lecker ist zum Beispiel der Rattenspieß für ungefähr 5 Wechsel. Ein bisschen Getreidebrei mit süßen Rüben und einem Becher Tee kostet zum Beispiel 7 Wechsel. Ein gutes Stück Fleisch, also ein großes gutes Stück Fleisch, kostet dagegen schon wieder um die 20 bis 30 Wechsel. Also nur du weißt, Essen ist scheiße teuer. Dich am Leben zu erhalten, frisst das meiste Geld in diesem Spiel. Du hast permanent Geldnot. Frage an den Spielleiter. Ja. Bei Shuttern steht Zugang zu sanktionierter Technik. Ich nehme an, das heißt ein Stück. Wie bitte? Bei Shuttern und Fuses, auf jeden Fall der Secret-Linie über den Chronisten, steht bei Ausrüstung Zugang zu sanktionierter Technik. Das heißt tödliche Technologie, ja. Ja.
Ich nehme an, das heißt dann ein Stück. Nach Ressourcenstufe. Ich muss nochmal nachgucken. Lass mich kurz sehen. 45 im Katharsis. Und die andere Frage ist, ob der im... Oh, wie heißt das andere Buch? Also nicht Black Atlantic, sondern das mittlere von den drei. Ich habe geguckt, du kannst tatsächlich tödliche Technologie mit deinen Kultressourcenpunkten kaufen. Aber du kriegst von nach Haus aus gar keine. Ja, genau. Wie heißt das mittlere von den Storybüchern, das in Südfrankreich spielt? Da wurde der Shutter-Anzug eingeführt. Ich kenne nur die zwei Grundbücher. Gut, dann Janos, erzähl uns doch mal, was du gebaut hast. Bin noch dabei. Einen Chronisten. Ein Chronisten, okay. Das heißt, einen Wissensgelehrten. Nein. Währenddessen, Frosty, können wir dich auch noch ein paar Dinge kaufen, die du am besten wahrscheinlich sehr, sehr dringend brauchen wirst. Ja, erzähl. Namentlich zum Beispiel eine Decke und einen Atemschutz oder sowas. Okay. Decke? Sag mal bitte, was das kostet. Guck mir erstmal nach, was ich für dich so anbieten würde. Du hast eigentlich Waffen genug, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe eine Flinte, ich habe Wunderwerk und ich habe eine Hacke. Alter, das ist ein Panzer. Und vielleicht kaufen wir dir nachher noch einen Fellmantel. Lass erstmal gucken. Zum Beispiel, wie wäre es mit einer Trinkflasche? Trinkflasche. Ich schreibe alles auf, was du mir hier vorliest. Trinkflasche kostet 10 Wechsel. 10 Wechsel. Und du kannst halt Wasser für 2 Tage reintun. Ja. Sollte man machen. Gut, hab ich. Feuerstein und Zunder ist auch irgendwie wichtig. 20 Wechsel. Feuerstein und Zunder. 20 Wechsel. Minus 30 habe ich noch 120. Wir könnten jetzt natürlich für all das Geld einen Wasserfilter kaufen, aber ein bisschen unnötig. Viel so ein bisschen teuer. Brauche ich nicht. Schwermetall im Wasser hat noch niemandem geschadet. Ich wollte gerade sagen, gutes Eisen im Blut. Eine Decke wäre natürlich nicht schlecht. Eine Decke ist deswegen geil, weil man halt sehr erholsam schleift und damit eine Fleischwunde pro Nacht mehr regeneriert. Ist aber auch ein bisschen schwer, hat eine Last von 2, kostet auch nur 10 Wechsel. Kaufen wir. Was kaufen wir, Entschuldigung? Eine Decke oder einen Schlafsack? Achso, Decke. Ja, Decke habe ich mir schon aufgeschrieben. Was kostet der? 10. 10. Hat immer eine Last tatsächlich. Eine Last von 2. Ach, Last 2 schreibe ich dazu. Du hast so viel du kannst so viel Last ohne Behinderung, sage ich es mal, tragen, wie Körper plus Kraft ist. Ja. Du hast ein Tragegestell tatsächlich. Das Tragegestell reduziert die Last, die da drin ist, um Stufe mal minus 1. Stufe minus 1. Und kann übrigens auch gesteigert werden. Also es kann bis auf Stufe 3 gemacht werden. Nur als Stufe 1 im Augenblick, meine ich. Also wenn du ein bisschen Geld in die Hand nimmst, kannst du auch eine Stufe 3 Teil draus machen. Sonst hast du gerade natürlich nicht das Geld. Gib mir mal einen Atemschutz, bitte. Atemschütze sind ganz wichtig. Weil sie verhindern, dass du verspurst oder dass du irgendwie an Roststaub erstickst oder ja. Und keiner bekommt einen zum Start außer Spital, ja. Genau, es gibt da verschiedene Stufen dafür und du kriegst leider nur ein Atemtuch für 5 Chronistenwechsel. Ein Atemtuch? Ja, das ist ein Tücher, den du fürs Gesicht binden kannst. Ja, was kostet der? 5 Wechsel. 5 Wechsel. Wie viel haben wir da noch? So, Moment, ich habe 120, 110, 105 habe ich noch. Vielleicht kaufen wir dir ein bisschen Munition. Ja, Flinte ja, und mein Wunderwerk. Dürfte beides günstig sein, oder? Kaufen wir mal für die Flinte. Ich will erstmal gucken, was ist denn die Flinte? Also man kann natürlich sagen, es ist eine Schrotflinte, aber das finde ich irgendwie viel zu teuer. Das ist keine Schrotflinte. Unter was fällt Flinte? Ich bin gerade am gucken, was bei Gewehren drin steht. Ich glaube, bei einfach eine Flinte. Bei Flinte ist wahrscheinlich schon Kaliber 12 gemeint. So, von allen Gewehren glaube ich das günstigste. Außer du nimmst eine Muskete. Also das Jagdgewehr ist noch billiger. Echt? Ja, 900. Die Schrotflinte kostet schon 1500. Da siehst du die Preise, das ist lächerlich. Das also ist jetzt, am ehesten würde ich sagen, mit Flinte ist tatsächlich eine Flinte gemeint, also ein Gewehr. Während das Wunderwerk tatsächlich ist schon ein bisschen teurer. Ja, dann gib mir mal Munition für die. Dann also das Jagdgewehr hat 357er Munition. Was denn nochmal? Also, ich sag jetzt einfach, kannst erstmal die Waffe eintragen, du hast ein Jagdgewehr. Also die Flinte ist das Jagdgewehr. Schreib einfach Flinte hin. Hab ich die schon. Distanz ist 30, 120. 30 und 120? Ja, es ist kurz und lange Distanz. Ja, okay.
Der Schaden ist 6 und das Magazin ist 4. Gut. Wunderwerk? Ich muss noch sagen, Tech 4 und Last 2. Slots ebenfalls 2. Tech 4, Last 2. Sag mal, ist es eigentlich bei dir möglich, auch ein Item zu haben von jemand anderem, von einem anderen Kult? Schwarzmarktpreise? Je nachdem. Ich würde sehr gerne ein Ovalschild, meinen eigenen. Darüber reden wir noch. Wunderwerkflinte. Gott. Die Munition sind Bleikugeln und Schwarzpulver. Die Reichweite ist 10,40. Der Schaden ist 8. Das Magazin ist, denken, ja, leichterweise 1. Vorderlader. Ja, ist ein Vorderlader. Braucht also das ist nichts, was sich nicht ändern lässt. Das ist wichtig bei dem Teil. Mhm. Last 2. Tech 3. Tech 3. Und Slots 6. Slots 6. Das heißt, ich kann es verbessern. Du kannst alles dran kleben, was du willst im Prinzip. Denn Schrotter können sich ab einem gewissen Punkt mit Erfahrungspunkten noch mehr Slots kaufen. Gut, dann kaufen wir jetzt Bleikugeln. Das wahrscheinlich die günstigste Munition überhaupt ist Bleikugeln und Schießpulver. Die kosten nämlich pro Schuss nur 10 Wechsel. 10 Wechsel, dann kaufe ich mir 10 Schuss. Und hab noch 5 Wechsel. Na komm, ich kaufe mir 9 Schuss. 9 Schuss kaufe ich mir, 9 Schuss gekauft und 15 Wechsel habe ich noch in meiner Tasche. Damit ich auch was zu essen kaufen kann. Das ist eine gute Idee. Und sonst knall ich mir irgendwelche Ratten weg oder irgendwelche anderen Mitglieder. Ja, dein Jagdgewehr hat natürlich jetzt keinen einzigen Schuss Munition, aber was soll's. Nee, das ist auch egal. Munition kann man auch immer finden. Ja. Das ist, also ich glaube, ich habe in die Genesis, das Einzige, was ich in Munition gekauft habe, war den Energiewürfel von den Chronistenladen. Sonst habe ich nichts gekauft, sondern nur gefunden. Also die Genesis ist auch eins der Spiele, wo, wenn du einen Gegner umgebracht hast, dann stürzen sich sofort alle Helden drauf. Ich nehme die Schuhe. Oder ich nehme die Munition. Oder alles, was sich irgendwie zu Geld machen lässt. Sprich alles. Und im Zweifel filetiert man ihn noch und verkauft ihn als seltsames Gendro-Fleisch. Ja. Das ist die Genesis. So, wenden wir uns in einen anderen zu. Was habt ihr für Charaktere? Braucht ihr Hilfe? Braucht ihr irgendwie? Ja, ich würde einen Shutter bauen. Der ist ein bisschen Shutter unabhängiger als der Standardchronist. Wir spielen auf jeden Fall in Justizian, also ist auch ein Streamer theoretisch möglich. Ja, aber Streamer sind so teuer. Das war mir irgendwie klar. Dann spielen Shutter. Ich glaube, einen Streamer kriegst du nicht mal hin mit deinen Punkten. Doch, geht. Von den Hintergründen, echt? Mhm, aber ganz knapp. Nee, da spielt man lieber einen Shutter, den kriegt man hin und hat man noch Spielraum für irgendwas. Ganz kurz meine zwei Fragen für den Einkauf erledigen, weil dann könnte ich sonst abschließen eigentlich. Ich gebe eigentlich ungern Kultausrüstung von irgendeinem Kult raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer dem eigenen meinst du wahrscheinlich. Genau, also eher nein. Vor allem da Geistler-Sachen auch Sachen sind, wo man recht schlecht rankommt tatsächlich. Ja gut, es ist einfach nur ein anders geformtes Schild. Ich meine, ich finde es persönlich so der größte Witz, dass man etwas, das nur eine einfache Fläche. Ich finde es okay, wenn du das Dolchschild nicht einfach kriegst. Das finde ich absolut logisch. Weil das Ding ist jetzt, wenn du gesehen wirst, wahrscheinlich schon erschossen. Du kannst auch ein Blechschild einfach in der gleichen Form haben, sondern die Blechschildwerte. Ja, das ist aber ziemlich wertlos. Und das ist genau der springende Punkt. Wirklich wertlos. Ja, die Geister kriegen halt ihre guten Schilder und andere Leute kriegen andere guten. Okay. Kein Geld. Ist auch schon erledigt. Sind bei dir Rüstungen stackbar? Also kann ich einen Fellumhang nehmen und einen Lederpanzer zum Beispiel? Rüstung stackt nicht, nein. Ja, dann kann ich selber nicht beenden. Brauchst du sonst noch irgendwas von mir? Was haben die Leute da für Namen? Unterschiedlich. Es sind natürlich auch deutsche Namen noch überliefert, aber es gibt auch ganz andere Namen. Es kommt auch auf den Kult an. Bei Chronisten heißt dann der Typ halt Monitor, also irgendwelche Namen aus der Computersprache. Ja. Bei Schrottern ist eigentlich Abschaum. Sie sind nicht der Abschaum. Abschaum sind so ganz so die der Kakerlaken-Klan. Ich finde die Namen bei Warhammer echt gut. Wieso, wie heißen die? Müsste ich jetzt mal in das Regelbuch holen, habe ich jetzt hier nicht rumliegen, warte mal. Da
da gibt es ja hochgotisch und niedergotisch und die ganzen niedergotischen Namen ist dann der untere soziale Stand. Latrinenputzer als Name. War spannend. Brauchst du noch was von mir? Sonst will ich. Eigentlich nicht, oder?